Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Prey. Oder wie wir hier gerne sagen, guten Morgen, Mr. Morgen, und herzlich willkommen auf der Talos 1. Wow, ich musste echt durchatmen. Und falls ihr nicht wisst, warum, dann müsst ihr die gestrige Folge gucken oder kurz mal zuhören, was ich euch zu sagen habe. Ich bin nicht über diese Schwelle gekommen, musste mir dafür extra hier mit der Glukanone, ein Nupsi hinschießen. Ich nenne es mal Nupsi, damit ich hier reinkomme. Kurzfristig habe ich gedacht, dass das hier sich vielleicht sogar um einer unsichtbaren Wand sozusagen dreht, aber es war es doch nicht. So, wir können jetzt hier einschalten. Ja, Danger, High Voltage. Können wir ausmachen die Taschenlampe. Oh Gott, was ist denn heute los? Ja, da oben ist der Telepath. Ich denke mal, jetzt wird oben auch die Tür wohl offen sein. Also rein theoretisch könnte möglich sein. Werden wir sehen. Jetzt erstmal hinunter. Und jetzt haben wir hier tatsächlich hier Licht an. Und jetzt kommen wir nie raus. Ja, toll. Ich weiß nicht, was ich manchmal von diesem Spiel halten soll, dass das einen so... Was sind das hier für Gefritzel, die durch die Luft hier so rumgehen? Seht ihr das? Die lösen sich dann mal auf und sind wieder da. Das erinnert mich so an eine Nebelkammer. Kennt ihr Nebelkammer-Experimente, um nicht geladene Teile nachzuweisen? Nebelkammer? Müsst ihr mal googeln. Nebelkammer. Ja, ist ein interessantes Experiment. Neutrinos, genau. Jetzt ist mir das so gerade wieder eingefallen. War Neutrinos, ja. Ja, jetzt ist das hier alles an. Ja? So, jetzt denke ich, dass man hier an den Computer ran muss. Und jetzt hier, ja, Sitzungswiedergabe und Ambiente. Ja, versteht ihr? Neuromod für Führung für Musik. Ach du geile Scheiße. Gut, das heißt, wir gehen mal kurz mal hier rein. Willkommen allerseits. Wir haben etwas Erstaunliches erreicht. Vor 12 Stunden haben wir die Marke von 8000 Neuromods überschritten. 8000 Neuromods. Mit Fähigkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität. Und der Glückwunsch gilt Ihnen. Sie haben all dies ermöglicht. Und ein Glückwunsch auch an meinen lieben Bruder Morgan, der zur Erde aufgebrochen ist, um den Trendstar-Vorstand beim Marketing zu unterstützen. Lassen Sie uns anstoßen. Auf Trendstar, auf die Neuromod und die Zukunft. Tja. Aber was wäre Erfolg, wenn man ihn nicht teilen kann? Ich darf Ihnen einige unserer Mitarbeiter vorstellen, von denen gestern noch keiner musikalisches Talent besaß. Bis auf Chief Show, die wunderbar singen kann. Sky, Danielle, wann immer Sie bereit sind. Ja, wann immer Sie bereit sind. Ja, dann gibt es die Neuromod-Vorführung für Musik. Oh Mann. Ambiente. Oh. Incoming enemy. Achtung, grüne Neune. Panikmusik hier. Gib ihm, was er verdient. Wo ist er hin? Wo ist das hin? Das Vieh. Hallo. Es ist weggegangen. Wo ist er? Aha, da ist er hin. Komm, nimm dies, Thermal Phantom!
So, zwei Schüsse noch hier hin, dann geht das. Oh. Nehmen wir gerne. Sehr schön. Hier war irgendwie so ein kleiner Six noch. Ich nenne die immer Six. Die sind ja eher aus System Shock 2 gewesen, die Six. Ja, ja, geile Viecher. Die sind so wie die kleinen gewesen hier. Ja, ja. Wow. Ja. So, jetzt will ich mal kurz gucken, was das Ambiente hier macht. Da haben die mich ja so ein bisschen weißes Rauschen. Aha. Nee, das ist doof. Jo, das ist geil. Damit kann man leben. So, wo lang musste ich jetzt? Ah, hier war der Loot, da war das Zeug, da war Ditte, da ist das Geschütz. Gefahr entdeckt? Warum? Weiß er wohl nicht. Gut, dann bringen wir erstmal schnell mal das Zeug zum Recyceln weg. Gucken wir mal, was wir da finden. Wir haben das da, was ist das? Grüner Tee, der kann auch weg. Das ist alles soweit in Ordnung. Ja, auf zum Recycler. Und, oh, genau. Gut, alles schick. So, dann wollen wir uns mal schnell mal hier ein bisschen hochfüttern mit der Banane. Banana, Banana. Geh. Manchmal gar nicht so einfach, wenn man überlegen muss, was man zu drücken hat. Ah, ne, ist mal die Nase. Okay, passt schon. Passt. Soweit ist alles schön und gut. Dann werden wir schnell mal speichern, weil wir ja es erreicht haben. Und dann werden wir mal nachgucken, was wir als nächstes Ziel haben. 90% ist immer noch nicht. Durchsuche die gelbe Tulpe. Willst du mich verarschen? Das haben wir da gerade gemacht. Durchsuche die gelbe Tulpe. Na sowieso. Durchsuche. Hä? Durch den Kampf vielleicht abgebrochen? Oder was war da los? Ja. Die gelbe Tulpe. Hör dir das Lied von der Game Tulpe an. Okay, machen wir. Eine Minute noch was. Guck mal nach, ob wir hier noch was anderes sehen. Hm. Boah, mit Lichteffekte. Geil. Party. Ja, gleich haben wir's. Oh, danke sehr. Und Ende damit. So, Herstellung mit Hilfe eines Backups. Da haben wir's. Das müsste reichen, um Daniels Stimme zu synthetisieren. Zumindest zur Umgehung der Absperrung der Datenzentrale. Genau. Ich habe auch nach Anzeichen von Bewusstseinsfeldern auf der Station gescannt. Okay. Signale von Menschen werden kaum registriert. Typhon hingegen erzeugen starke Wellen. Oh. Aber bei der Koralle sind die Werte unregelmäßig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay. Je eher wir ihren Zündschlüssel erhalten, desto besser. Ja, umso besser. Sehr schön. So, was kriegen wir jetzt für ein Missionsupdate?
Kriegen wir einen überhaupt oder eher nicht? Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken. Ziele, 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 Ziele. Nutze Proben von sowieso Stimme, um die Datenbank zu laden. In Arboretum. Arboretum, Arboretum, Arboretum. Arboretum, Arboretum ist da oben. Arboretum war die Grünanlage, wa? Die Grünanlage. Wie kam man denn jetzt wieder zu der Grünanlage hin? Ich würde mal dummerweise behaupten, die hier runter. Boah, die Sounds machen mir gerade echt irre. Das muss auf der Seite gewesen sein. Genau, da ist das Arboretum. Halt, ich weiß ganz genau, da wird gleich wieder ein Albtraum kommen. Da könnt ihr drauf wetten. Das heißt, wir gehen mal in Schleichmodus, drücken mal hier rauf. Danke sehr, bestätigen. Da wird gleich ein Albtraum kommen. Also, vorhin, wenn wir reingekommen sind, ein Albtraum gekommen. Es könnte sein, dass wieder ein Albtraum kommt. Also, so nach und nach. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Den einen Tag, wo wir da diesen Albtraum hatten. Einmal haben wir ausgesessen, weil wir irgendwie einen Platz gefunden haben, wo wir einfach rumsitzen. Und den anderen Tag habe ich den einfach bekämpft. Ja, müssen wir mal gucken. So. Lade, lade, ladescreen. Das war ein anderes Spiel. Das war noch zu 8-Bit-Zeiten, diese Melodie. Ja. Wie? Was? Warum? Was? Ist hier los? Jetzt ist hier eine Koralle. Merkwürdig. Wieso ist jetzt hier die Koralle hin? Die geht da nach oben. Was war da? Techniker korrumpiert. Ach komm. Kann doch nicht so schwer sein. Mist. Hier raus. Mist. Verdammte Hacke. So, der nächste, der kaputt ist. Alter Falter. So, die immer, der immer. Ein bisschen mal zum Trinken. Oh, hier habe ich ja noch Zeug, stimmt. Das ist geil, das bleibt ewig lange liegen. Wenn ich das hier mal nicht mache, dann bleibt das da liegen. Und das ist geil, das geht nicht verloren. Das haben die echt gut hingekriegt, muss ich sagen. So, zwei Neuromods haben wir. Naja, müssen wir mal gucken. Charakter sagt entweder die Schrotflintenmod oder die Tragekapazität. Ja, müssen wir mal gucken. Wobei, für Schrotflinte brauchen wir eh nochmal die Upgrades für diese Waffenmodifikationskits. Jetzt wisst ihr, was ich meine, war oder nicht? Komm. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Den hat schnell gerissen, ne? So, jetzt kann ich wieder erstmal speichern, weil ich nicht weiß, was mich da oben erwartet. Oh ja. Da sind die Viecher wieder hinter. Die sind da noch ganz fleißig. Da ist irgendwo eine Mimik. Ach du grüne Neune. Schauen wir mal. Scan abgeschlossen. Das ist wieder ein Weitere Proben Albtraum. benötigt. Och Mann. Ach, jetzt kriege ich den Operator auch sauber Forschung rein. abgeschlossen. Okay.
Und da ist der Albtraum. Von einem Albtraum verfolgt. 2 Minuten noch was. Wir gucken mal, ob wir den diesmal aussitzen können. So wie beim letzten Mal. Alter Falter. Was los? 2,5 Minuten. Wenn ich ruhig bleibe, dann sieht der mich nicht. Hä? Ja, das ist klar, dass der hier Alarm macht. Ah. Warte mal, ich versuche mal hier flinke Beine ein bisschen wegzukommen von denen. Ich weiß nicht, ob der da runterkommt. Boah. Nehmen wir mal wieder auf Deckung. Wir können ja so lange mal ein bisschen trinken, dann wieder ein bisschen voller werden. Alter, jetzt haben wir richtig viel HP verloren. Aber hier unten sind wir wohl safe, wie es aussieht. Ich frage mich, warum da immer ein Albtraum kommt. Das ist echt so die Frage, die sich da so stellt. Wo ich nicht ganz genau weiß, warum. 1 Minute noch was. Ja, schön wäre, wenn wir hier unten noch einen zweiten Brunnen hätten. Das wäre saugeil. Haben wir aber nicht. Gibt also kein Flehen und kein Zetern und kein Meckern. 1 Minute noch was. So, die letzte Minute. Wir kommen langsam in den 200er Bereich rein mit den HPs. Das ist ganz okay so. Mensch. Es ist halt, wenn man nachher möglichst wenig hier so an Ressourcen verbrauchen will. Das Spiel ist ja so ressourcen-like. So, es bricht dann gleich die letzte halbe Minute an. Na, ist schon mal okay. Guck auch immer so nach oben ganz fleißig. Man weiß nicht, ob da was kommt. Aber na gut. So, letzten 20 Sekunden. 15. 10. Und 5. 1. Und abgeschlossen, sehr schön. Gut, unsere Trefferpunkte sind nicht ganz nach oben gekommen, aber na gut. Von einem Albtraum verfolgt, abgeschlossen. Galvanic Phantom. Guten Abend, Talos. Ein Hinweis von Sicherheitschefin Alizar. Zum Schutze der Privatsphäre ihrer Kollegen sind Sicherheitsterminals nur von befugten Personen zu verwenden. Wenn sie keine blaue Uniform tragen, sind sie vermutlich nicht befugt. Ja, dann ist man vermutlich nicht befugt. Alter, was liegt denn hier alles rum, Leute? Okay, den kriegen wir gleich auch rein. Scan abgeschlossen. Galvanic Phantom. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Channel speichern, danke. Oh, da ist noch einer. Das kann nicht wahr sein, wie viele Viecher jetzt hier sind. Und hier überall ist auch Koralle. Ja? Scan abgeschlossen. Genau, auch dieser Scan ist abgeschlossen. Sehr schön. Neue So, haben wir jetzt was von ihnen abgezogen oder eher nicht? War ja ein bisschen schon. Oh Gott. So, den haben wir. Juhu, dann gehen wir wieder auf die Waffe. Reloaden mal.
Jetzt kommt der ran. So, und dann nochmal. Schönes Magazin rein. Was? Keine Muni mehr? Er ist aber auch dünn. Dünn, dünn, dünn. Wo ist die Leiche? Da. Oh. Oh, den Hypsi-Hypo. Ich dachte, es wäre was, ein Waffen-Upgrade. Ach, Mist, ey. Gut. Sehe ich gerade jetzt? Ist das so eine Art Decke da oder was? Ach, wer weiß. Da kommen die Blitze raus. Vielleicht ist das Vieh da rausgekommen. Ja, hier ist es nicht. So, hier geht die Koralle lang. Okay. Vielleicht sollte ich mir doch mal ein bisschen was Medizinisches reindrücken. Essen wir mal das hier. Das zweimal. Ach komm, hier drücken wir mal rein. Oh Gott, das Zeug hier weggeht. Gut, das hier mal dahin, hier haben wir nochmal das und dann das dann. Jetzt sehen wir, dass wir doch hier langsam essen weniger. Ach, hier haben wir auch noch Essen. Sehe ich gerade so. Warte mal, das ist Süffelpower, die kann weg. Das ist nochmal Essen. Okay, so, das ist die Neuromod. Das ist das. Okay, die Süffelpower, die werden wir definitiv verhauen. Da geht das lang. Ist ja mal ein Ding. Ja, ja, wieder so ein Korrumpierter. So, der wird gleich explodieren. Gehen wir mal kurz auf Abstand. Danke sehr. Wie heißt das so? Oh, da ist gar nicht drin, ne? Aber warum ist jetzt hier überall die Koralle? Die geht da sogar da rein. Das ist ja mein Ding, ne? Gut, dann werden wir erstmal recyceln. Recycler öffnen. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das weg, das weg, das weg. Das Essen werden wir mal behalten. Also das hier da unten. Ist ja nie. Recycle mal bitte, danke sehr. Und mal her mit dem Material, danke. Gut, starten wir mal. Neuromod. Wir können sie glatt einmal herstellen. Das ist ja mal hammermäßig. What? Was war denn das jetzt? Was war denn das gewesen? Irgendwas war hier gewesen, ich weiß hier gerade nicht was. Gut. Schrotpatrone, genau. Und Schrotpatrone können wir jetzt nochmal so einmal herstellen. Wir spezialisieren uns immer weiter auf der Schrotpatrone. Danke sehr. Sind nochmal 12 Schuss. Ich mach nochmal eine Schrotpatrone. Ja, so, ja, ja, so, ja, so. Komm her. Was soll der Geiz? So, danke sehr dafür. Gucken wir mal rein, wie sieht es denn jetzt aus vom Inventar? Schrot, 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 das ist sehr gut. 2x48, das ist doch die Schrotpatrone. Ja, ja, ist er auch. Gut, okay. Was müssen wir jetzt eigentlich genau machen? Bin jetzt so durch den Wind hier gerade. Ziele. Nutze Proben von sowieso, um in die Datenzentrale zu gelangen. Datenzentrale. Wo geht das hier zur Datenzentrale? Das ist eine sehr gute Frage. Mal bevor wir weitergehen, erstmal das nochmal. Ja, man merkt schon, je öfter ich speichere, umso nervöser bin ich. Und wenn ich schon ruhiger bin, dann speichere ich weniger. So, hier ist die Lobby. Was haben wir denn? Wir gucken mal nach, ob wir ein bisschen was in die Richtung mit hinkriegen. Da sind die Crewquartiere. Hier ist der Strömling, der fiese Fisch aus dem Norden. Auatsch. Mhm, wieder ganz viele kleine Typhonisen. So, wo ist der andere Typhonise hin? Da hinten. Na komm her. Genau. Sehr schön.
Ich denke, ich gehe wirklich nur auf diesen Lurker-Skill. Der Lurker-Skill ist einfach geil. Boah, da ist noch ein Ätherphantom. Leute, ihr trollt mich. Wo ist der jetzt hin? Ah, da. Scan abgeschlossen. Neue Psyche verfügbar. So. Und da sind die kleinen Viecher nochmal. Oh, ihr seid ja aus dieser Suppe raus. Da ist ja die Suppe dann immer von diesen Ethern. Ja. Da habe ich gerade wieder ein Geräusch gehört. Das kann nicht wahr sein, was hier lang springt. Wo bist du? Wo ist das Vieh hin? Da ist es. Na, komm her. Das Geräusch ist übel. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen gerade. Alter, wenn... Es sind eigentlich immer nur die Geräusche. Es sind immer nur die Geräusche. Alles andere ist so unwichtig. So. Warum steigt meine Gesundheit gerade hoch? Ach, weil ich satt bin. Sehe ich gerade. Ja, das Sättigungssymbol ist da. Okay. Synthetisches Material. Nehmen wir gerne mit. Okay. Da ist Deep Storage. Datenzentrale. Da müssen wir da lang. Deep Storage Datenzentrale. Das ist doch richtig hier. Genau. Hier war es. Stimmgesperrt. Stimmerkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Schwerkraft. Korkenzieher. Vorliebe. Stift. Schwerkraft. Korkenzieher. Vorliebe. Stift. Ah. Ja, so wird gehackt heutzutage. Gut, dann mal rein mit uns. Gehen wir zur Datenzentrale. Wir sind tatsächlich weitergekommen. Ist ja der Wahnsinn. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Hoffe ich zumindest. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und in dem Sinne, ciao, bye bye und Cheerio.